Kein Titel. Leute, wenn jetzt hier... Ja! LOL! No Knockback! Alles klar! Jo, meine Freunde, was geht ab? Am Start und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ja, meine Freunde, heute zocken wir mal die MLG Bow Challenge. Und bevor wir das Video jetzt ganz normal beginnen, Leute, so viele haben mich jetzt in den Kommentaren gefragt, wann kommt die Auflösung vom Gewinnspiel? Wird auf jeden Fall kommen die Tage. Ich habe jetzt noch keine Zeit gehabt, sie aufzunehmen. Hab die Gewinner aber auch schon kontaktiert. Also wenn ihr, wenn ihr dabei seid, dann wüsstet ihr es jetzt eh schon. Ein paar von den Premium-Rängen habe ich noch nicht erreicht. Wäre ganz cool, wenn ihr einfach jetzt mal alle eure Posteingänge checkt. Vielleicht seid ihr ja die glücklichen Gewinner. Auf jeden Fall machen wir heute die MLG Bow Challenge. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ja, ich habe es über Negelnik gesehen und bei Logo und keine Ahnung was. Und dachte mir einfach mal, die probieren wir mal aus, weil ich mit meinen krassen MLG-Skills, Leute, ihr wisst genau, ich kann das richtig gut machen. Auf jeden Fall bauen wir uns jetzt erstmal rüber, weil wir brauchen natürlich Wasser. Ich habe natürlich mal wieder keinen Wassereimer, was natürlich für diese Challenge optimal ist, ja. So, Leute, scheißegal, wir holen uns den jetzt trotzdem. Nehmen wir uns einfach rüber bauen. Nice! Und weg ist der. Da muss man natürlich mal aufpassen, dass Wife HD nicht hinter euch steht, Leute. Wir können mal kurz checken, Leute, wir brauchen Wassereimer. Was ist das? Hier ist aber nirgendwo Wasser auf der Map, wo wir das einfach holen können. Scheißegal, Leute, wir bauen es einfach wieder weiter. Ich sehe schon, wir werden diese scheiß Bow-Challenge heute eh nicht machen, weil ich einfach kein Wasser finde. Was ist das? Oh yeah, ich glaube, der dachte, ja, Mann, a wife sieht mich nicht, aber da hinten sehe ich dich. Ich bleibe jetzt hier ein bisschen versteckt und dann mache ich die, jetzt greife ich dich an, aber er sieht mich eh locker. Alles klar. Naja, scheißegal, Leute. Runde Nummer 2. Hoffentlich kriegen wir jetzt mal. Junge, wir werden schon wieder keinen Wassereimer kriegen. Rast dich voll aus. Was ist das denn? Ich will doch nur einen Wassereimer haben, Mann. Mal checken. Hoffentlich sterben wir jetzt nicht. Gut. Und, nee, kein Titel. Leute, wenn jetzt hier. Ja! Kein Problem, Alter. Ja, werft die Ender. Und ja, Hacker ist bei mir. Der Hacker ist bei mir. LOL. LOL, Leute. LOL. No Knockback. Alles klar. Alles klar. Der von Hacker bei mir in der Runde. Du Missgeburt. So, Leute. Nächste Runde. Mann, da kriegt man ja richtig Lust und Laune weiter zu zocken. Und wir haben einen Wassereimer. Oh, shit. Nach 100 Jahren brauchen wir natürlich noch ein bisschen Holz. Haben wir natürlich auch schon am Start, Leute. Wir bauen es jetzt zur Mitte. Und dafür geht's erstmal ab in die Lüfte und zwar nicht hoch, auch nicht höher, nicht noch höher, sondern ganz nach oben. Oh shit, Leute, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal richtig hoch. Wir bauen uns jetzt hier mal diese kleine Plattform. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das gerade ohne Scheiß das allererste Mal, was diese blöde Bow-Challenge angeht. So, Druckplatten brauchen wir 4 Stück. Wir brauchen Crafting-Table und ein Boot. Das machen wir jetzt natürlich jetzt noch alles. So. Dann, Wasser haben wir am Start. Machen wir die Druckplatten. Ne, falsch. Druckplatten hier hin. So, Leute, dann kann das Wasser nämlich auch schön in der Mitte bleiben. Packen da das Boot drauf. Und würde sagen, Leute, wir sind ready für die MLG Bow Challenge. Und würde sagen, oh, wir dürfen jetzt aber nicht. Tschüss! So, meine Freunde, nach ungelogen locker 20 Runden Skywars habe ich es nochmal geschafft, ein Wassereimer zu bekommen und Holz. Jetzt seht ihr schon, ich habe 2 Kills gemacht, zocke auf der Map Pines und baue mich gerade nach oben, war schon in der Mitte. Keine Ahnung warum, wir müssen gar nicht mehr in die Mitte, aber ich muss einfach diesen blöden MLG-Boat Scheiß einfach mal überleben, Leute. Ich habe bis jetzt den zwar gemacht, aber bin ja gestorben, ihr habt es ja gesehen. Deswegen bauen wir jetzt nochmal to the top, aber ich denke mal hier, das so hoch reicht locker. Wir machen einfach so. Ein paar so's später. Also würde ich sagen, rein da und los! Ich hab's geschafft! Oh mein Gott, Leute, wir haben es einfach geschafft. Das allererste Mal in meinem Leben habe ich diesen blöden MLG-Boat-Scheiß geschafft. Komm, Leute, wisst ihr was?
MLG for the win. Wir bauen uns jetzt hier noch ganz gediegen ein TNT-Boost-Feld hin. Ich meine, wer hat, der hat halt nun mal. Haben eh noch einen Wassereimer. Dann probieren wir nochmal meine richtigen MLG-Skills. Und es läuft. Und. Oh! Nein! Nein! Ich bin gestorben, Leute. Oh nein, schade. Aber Leute, es war eine richtig geile Runde. Ich habe MLG Boat, dann, oder wie man es auch mal nennt, ich habe es geschafft. Und ich habe noch einen TNT-Boost reingehauen. Und ja, habe leider nicht überlebt, aber ich habe es gemacht. Und ja, ich denke mal, im Großen und Ganzen war es ein ganz freches Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Und noch eine kleine Bitte, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr es fandet mit diesen komischen Übergängen mit Luft und Feuer und keine Ahnung. Das ist so ein Packet, was ich mir jetzt gekauft habe. Und ja, sag mal Bescheid, ob ihr es cool findet oder nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und ja, frohes dann.